Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yokaiwatch, Part Nummer 81. Ja, im letzten Part haben wir den Final Boss, Anführungszeichen, Fragenzeichen, besiegt. Ich glaube es eher nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir haben auf jeden Fall einen großen Boss besiegt, den McCracken, je nachdem wie man ihn nennen möchte. Und ja, war ein relativ langer Kampf, aber er ging, muss ich sagen, er ging gut. Und wir sollen jetzt hier zu unserem Freund gehen, der auf uns wartet, der eigentlich ein Yokai ist, aber er es selbst nicht weiß. Undead, gut, zum Glück geht es dir gut. Ich hatte dieses schlimme Gefühl, als ob es noch nicht vorbei wäre. Etwas Schlimmes wird passieren. Ja, das ist natürlich dann absolut nachvollziehbar, gell? Wenn man ein anderes Spiel gespielt hat. Was meinst du? Was könnte passieren? Oh nein, jetzt geht's los. Whisper, geht es dir gut? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Ich spüre eine sehr starke Aura. Kyubi. Wirklich? Ihr habt es noch nicht bemerkt? Ihr seid wirklich hoffnungslos. Als ihr weg wart, haben McCrakens Kumpanen die Siegel gebrochen. Jetzt ist Lenzhausen quasi ein riesiges Yokai-Kraftwerk. Und hier ist es auch schon ein Beweis dafür. Oh. Die Bosse kommen wieder zurück, oder was? Ja, einmal mehr wache ich aus meinem Schlaf. Ah, pass auf. Schon wieder. Nein, sag ich. Nein. Nein, sag ich. Nein, 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 nein. Nein, sag ich. Die Siegel wurden gebrochen. Es lässt meine Macht explodieren. Diese Welt wird schon bald uns gehören. Und ihr sollt mein erster Snack sein. Schon wieder? Gut, dass ich gespeichert habe vorher. Direkt nächster Boss. Clippermanda. Okay, okay, ich verstehe schon mal. Wir wissen ja, wie das läuft. Dass wir aufs Auge hauen müssen. Was hat er gerade gesagt? Schmeckt nach Joghurt? Ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Wobei natürlich die Frage ist, wie viel wirklich stärker jetzt die sind, ja. Ja, doch, die machen schon Schaden. So ist er nicht. Na, ja, der ist schon mal down. Ne, da kommt. Nee, die war down. Wir müssen jetzt sozusagen alle beide down machen, damit wir mal am Ende aufs Auge hauen können. Ja. Auch so. Auch so nochmal eine Erinnerung, ob, wie sehr man aufgepasst hat, gell? Nee, da ist Auge, okay. Ich glaube, es sagt wirklich, schmeckt nach Joghurt. Das hört sich so an für mich. Das sagt auch irgendwas anderes, ich hör's nicht so. Aber es hört sich trotzdem lustig an. Okay, der hat schon Leben. Der hat auf jeden Fall Leben. Ja. Dann haut man schon aufs Auge. Das ist schon interessant, wenn man dann nach dem Bosskampf direkt quasi noch einen Bosskampf hat. Aber das soll jetzt, glaube ich, einfach nur so als Augenmerk, in Anführungszeichen, sein, dass die Bosse jetzt wohl in stärkerer Form nochmal vorkommen werden. Zumindest die bösen Bosse, je nachdem. Ich weiß nicht, ob alle Bosse vorkommen werden. Und so, dann hat sie wieder versteckt, okay. So, achso. Man sollte vielleicht auch den Debuff entfernen. Ich glaube, der sagt das wirklich. Schmeckt nach Joghurt. Und wenn nicht, dann hört sich wenigstens lustig an. Oder was meint ihr? Da ist das Auge direkt. Oh, Verglückspilz, sehr schön.
So, immer schön drauf. Ich höre das nicht mehr weg. Also wenn es was anderes heißt, ich höre nur noch das Joghurt. Geist. Ich fühle es. Ja, du sollst draufhauen. Oh. Also man merkt auch, wenn man das Auge hier hat, man sollte doch so ein bisschen auf die anderen Teile draufhauen, weil sonst machen die ganze Zeit Schaden. Könnt ihr mir ja gerne mal bestätigen, ob das wirklich sagen dann am Ende. Weil ich finde es gerade lustig. Die Schaden, den Schaden wir jetzt hingenommen. Ich finde das einfach gerade witzig. Was sollte man zwischendurch auch mal wieder so heilen? Das kommt Tante Herz irgendwo nicht mehr klar. Autsch, nicht Tante Herz die debuffen, kommt nicht gut. Na. Yay, geheilt. Und die Befreiung hier. Oh oh. Ja, das ist halt jetzt ein Problem, weil ich weiß es halt nicht. Oh, das war viel zu schnell. Dreifach Desaster, ouch. Das wird wehtun. Na, vielleicht kriege ich noch die Heilung durch. Nein, Tante hat sich down. Nein. Ah. Ja gut, wir dürfen mal ein bisschen auf die Fresse kriegen hier, sage ich mal, gell? Dafür haben wir das Zeug ja hier. Na, soll ich das Auge? Da kann ich ja eigentlich schon fast froh sein, dass ich mich vorher zur Schule geportet habe und dann vor... Ja, habe ich eigentlich voll gespeichert? Ich habe eigentlich nur... Nee, ich war in der Yokai-Welt habe ich nochmal vorgespeichert. Warum war es? So, da ist das Auge. Jetzt aber volle Kanne drauf hier. Genau so, damit es weh tut. So, Mama Gebe kriegt auch nochmal seinen Boost hier. Ich glaube, ich kann mir so, sollte mir öfters nochmal solche, Stats Upgrade bei Items holen, damit der Schaden dann auch spürbar ist. Oder halt noch ein bisschen leveln, kann ich auch sein, gell? Weil es ist ja eigentlich das, was ich nicht so wirklich gemacht habe in dem Spiel hier. Ich merke auf jeden Fall hier schon den enormen HP-Bereich von den Gegnern. Wenn 100 Schaden eigentlich nur so ein Strich ist, in Anführungszeichen. Sehr schön. Schatten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Schatten NATO mal angreift, aber nee, er ruht sich über aus. Das war ein Crit. Machen wir es halt so. Komm, Simulier, hau du drauf. Genau. 100er Treffer hier.
Und jetzt vielleicht noch den finalen Ulti-Seel hier drauf, wenn er nicht sofort wieder sein Auge wegmacht. Ja, es ist down, okay, alles klar. Alles klar, uiui. Ja, das wird lustig. Also haben wir jetzt zumindest mal so einen Vorgeschmack bekommen, was uns vielleicht jetzt noch weiter erwarten wird in dem Spiel hier. Erstmal 5000 Erfahrungspunkte für alle hier. Sehr schön. Wie konntet ihr mich ein zweites Mal schlagen? Macht nichts. Mit dieser Aura wird Meister McKraken zurückkehren. Undead. Yokai aus den Tiefen der Yokai World sind auf dem Weg hierher. Und wenn Klippermanda zurückkehren kann, kann McKraken es sicher auch. Ich spüre eine dunkle Aura über der gesamten Stadt. Das gefällt mir nicht. Es kann doch nicht... McKraken versucht, Energie von der Aura der Stadt abzuzapfen. Was sollen wir tun, Vesper? Also ganz offensichtlich sollten wir... ich hab doch auch selbst keine Ahnung. Wir sollten... Es gibt nur eine Sache, die wir tun könnten. Den Yokai-Aufzug schließen. Ganz schnell, quasi schon vor 10 Minuten. So, das ist eine mutige Entscheidung. Wäre das wirklich okay für euch? Wenn ihr das tut, könnten wir nicht länger in der Menschenwelt bleiben. Warte, was meinst du damit? Stell dir den Yokai-Aufzug als eine Art, als ein Tor zwischen den beiden Welten vor. Wenn das Tor zu ist, würde es sein, als wären sie nie verbunden gewesen. Alle Yokai hier würden dann in ihre eigene Welt zurückgeschickt werden. Aber nein... Es gibt keine Zeit zu verlieren, Undead. Yokai dringen genau jetzt in die Menschenwelt ein. Die Menschen haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber früher oder später... Aber ich kann nicht. Nein, tut mir leid. Wenn es sein muss, dann lass es uns tun. Nee, warte mal. Jetzt sagt er, okay, ja, genau. Nein, tut mir leid. Wenn es sein muss, dann lass es uns tun. Vernünftig sein in dem Sinne. Genau, wegen dieser Anpack... Was der Anpackmentalität bin ich stolz, dein Butler zu sein. Okay, Undead. Zeit, Lenzhausens Siegel instand zu setzen. Schon wieder. Aber diesmal müssen sie noch viel stärker sein als jemals zuvor. Und dafür müssen wir die Kirschblüten zum Blühen bringen. Kirschblüten? Warum? Und wie? Sorg dich nicht. Für so eine Situation bin ich bestens ausgerüstet. Erhalten Pulver des Erblühens. Das hat er jetzt einfach mal so dabei. Okay. Alles klar. Streu einfach etwas von diesem Pulver auf eine Kirschblüte, damit sie blüht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Yokai-Fluss eindämmen. Keine Zeit mehr für Worte. Zu eurem Glück mag ich dieses Reich. Sonst würde ich Menschen nie helfen. Ja, immerhin. Ihr geht und erschafft die neuen Siegel. Ich halte diese Yokai auf. Undead, viel Glück. Danke. Bringe die Kirschblüten zum Blühen. Okay, es gibt verschiedene Punkte hier. Hier ist zumindest der erste. Ne, das sind Yokai, hä? Achso, der kann nicht richtig reden, gell? Hä? Ich will doch... mit dem Typen quatschen und nicht im Gras suchen. Sperr ich. Sperr den Weg. Seht euch diesen Menschen an. Sie ahnen nichts von der Machtübernahme. Ihre sorgenfreien friedlichen Leben werden ihnen bald versperrt sein. Freund von Undead ist auch Freund von Amnesimon. Ich mag, wie du denkst. Lass uns die Menschenwelt zusammen beschützen. Ihr könnt unmöglich irgendwas beschützen, nachdem ich euch zermalmt habe. Los geht's, Undead. Ja. Okay, also haben wir jetzt so kleine Kämpfe in dem Sinne mit drin. So gleich dreifach sperrig. Ja, dann sperr dich mal. Da. Ja, ich sehe schon, heute ist wieder nur Kämpfe angesagt, aber ist ja auch mal was.
So, immer schön die Yokai, die Ultifate raushauen. Wir haben ja zwischendurch, können wir ja in der Schule uns wieder aufheilen. Ui, Wasser sind die sehr schwach. Haben wir 300 Damage hier reingehauen. Also die sind ja wohl auf Erde, gell? So Boden. Dann könnte es schon sein, dass Wasser einen gewissen Vorteil hat. Anführungszeichen. Ich habe ja mit den Elementschwächen habe ich noch nicht so ganz mich befasst. Klar, Wasser gegen Feuer und Co. Aber so war ansonsten. Ausgesperrt, aber wie? Ausgeschlossen, ausgesperrt, ausgeschlossen, ausgesperrt. Verloren. Ja, klar, erstmal die Gedanken hier. Hä? Wo bin ich? Was tue ich hier? Nee, Simon, passt jetzt auf. Andet, wir müssen schnell die Kirschbäume zum Blühen bringen. Okay. Alles klar. Einfach so. Hast du das gesehen? Der Baum ist einfach so in Blüte aufgebrochen. Das kann nicht durch den Klimawandel erklärt werden. Was geht hier vor sich? Ich weiß nicht, aber es ist wahnsinnig schön. Ja, du hast wohl, da hast du wohl recht. Cool, ja. So instant blühen. Ah, Baum blüht, Baum blüht. Dieses Gebiet ist jetzt sicher versiegelt. Auf zum nächsten. Ja. Okay, sehr schön. Erstmal kurz die Yokais wieder auffrischen hier. War hier nicht irgendwo ein? Dann war halt hier doch keiner. Ich hatte irgendwie noch das Gefühl, dass hier irgendwo ein Aokai wäre. Oder war das rechts? Ich guck mal ganz kurz. Da. Nee, okay. Dann habe ich mich getäuscht. Man könnte im Prinzip ja jetzt schon fast sagen. Wobei eigentlich auch nicht, gell? Weil es sind überall die Bäume jetzt auch geblüht. Okay, alles klar. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dass wir vielleicht die Hälfte vom Spiel haben, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt. Vielleicht vom Content her die Hälfte. Aber was halt noch alles nach dem Spiel kommt, ist ja auch noch da. Unter anderem habe ich mir auch sagen lassen, dass der S-Rang natürlich erst nach dem Durchspielen freigeschaltet wird. Heißt, wir haben noch ganz viele andere Gebiete dann noch zu erforschen. So, lass mal wieder aufs Fahrrad. Geht ein bisschen schneller. Weil es scheint doch ein bisschen weiter weg zu sein. Es geht wohl echt auf die Gebiete drauf und nicht nur auf... Wobei doch hier das Ganze. Hier sind die nächsten Bäume. Ah, Kappa. Das werden wir nicht zulassen. Wir lassen euch auf keinen Fall an die Macht kommen. Kihihi, ach wirklich? Seht ihr doch an, wie ihr euch abmüht. Die Würfel sind gefallen. Widerstand macht alles nur noch schlimmer. Diese Welt gehört uns und wir zerstören alles und jeden, der uns im Weg steht. Versuch's doch. Erstmal musst du an mir vorbei. Sieht aus, als könnten wir hier behilflich sein, Undead. Besiegen wir diesen Yokai und bringen den Frieden nach Lenzhausen zurück. In Ordnung. So, Knobold, alles klar. Nehmen unser anderes Team dafür. Oh, die machen ganz schön Schaden. Die machen ja ganz schön Schaden. Nein, ich knuffe ihn wofür umhauen. Das war gemein. So, einmal Knuffi-Wuffi wiederbeleben. Man merkt halt echt, dass Knuffi-Wuffi wirklich nur fürs Heilen zuständig ist und hat überhaupt keine Verteidigung. Oh, das ist nicht wahr. Gut, wieder umdrehen. Aber Knuffi möchte ich trotzdem heilen, weil man kriegt ja keine Erfahrungspunkte. Ich hatte ja schon überlegt, vielleicht. Die sind auch gegen Wasser empfindlich.
dass ich vielleicht Schnuffi-Wuffi gegen diesen einen Hasen da austausche, den wir in der Yokai-World gesehen haben. Aber dafür müsste ich ja erstmal fangen. Das ist ja auch das. Weil von selbst an sich nicht zu entwickeln. Der ist ja Level 42 schon und... Vielleicht hat es auch was mit Fusion oder sowas zu tun in dem Sinne. Es war alles für euch, Meister McKraken. Okay, Undead, lass uns diese Kirschblüten zum Blühen bringen. Darauf kannst du dich verlassen. Und streu. Instant-Kirschblüte. Oh. Das hättest du von alleine gemacht, okay. Sieh an, sieh an. Dort drüben scheinen sie echt hart zu arbeiten. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt mit meiner Hilfe noch versagen könnten. Ja. Bisschen eingebildet darf man ja schon mal sein in dem Sinne, gell? Ah, sie blühen. Das Segel ist wieder hergestellt. Hey, Undead, wir sind alle direkt hinter dir. Gut, Freunde zu haben, oder? Also, dieses Segel ist fertig. Lass uns weiter. Okay. Also, es waren ja drei Siegel. Aber das eine scheint jetzt, Kiwi gemacht zu haben. Aber der Part ist eh vorbei. So schnell geht die Zeit wieder rum. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yokai Watch sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch, Freitag und Samstag auf Twitch streame, falls ihr da Zeit und Lust habt. Würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.